Dein iPhone ist dir heruntergefallen und das Display ist kaputt. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Display selbst austauschen kannst. Die Reparatur ist leicht und du solltest ungefähr eine halbe Stunde dafür einplanen. Folgendes Werkzeug benötigst du: einen Pentalobe-Schraubendreher, einen Phillips-Schraubendreher, ein Hartplastikplektrum, einen Saugnapf, einen Stahlspatel, eine Pinzette und einen Spatscher. Die genannten Werkzeuge findest du zusammen mit dem Ersatzteil und einer Magnetmatte in unserem Displayset. Solltest du bei der Reparatur an einem Schritt nicht weiterkommen, nutze unsere bebilderte Anleitung auf der Internetseite. Dort hast du auch die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Viel Spaß bei der Reparatur! Bevor ich mit der Reparatur beginne, schalte ich das Gerät aus, damit ich keine Kurzschlüsse im Gerät verursachen kann. Bevor ich das Gerät öffnen kann, muss ich noch die beiden Pentalobe-Schrauben, die links und rechts von der Ladebuchse liegen, entfernen. Ich hebe jetzt das Display an, indem ich meinen Saugnapf relativ weit unten am Display ansetze. Und zusätzlich nehme ich mein Plektrum, mit dem ich das Gehäuse gegen den Tisch drücke. Ich hebe das Display mit dem Saugnapf an und sobald sich ein Spalt auftut, schiebe ich mein Plektrum dazwischen und versuche dann mit einer Hebelbewegung das Display vom Gehäuse zu lösen. Jetzt kann ich das Display anheben. Dabei ist aber zu beachten, dass an diesem Ende die Anschlüsse des Displays liegen und die dürfen nicht überdehnt oder zerrissen werden, weil sonst ist das Display beschädigt. Die Kontakte des Displays sind mit 5 Schrauben und einem Blech gesichert. Die 5 Schrauben dürfen nicht verwechselt werden, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann. Ich löse die Schrauben und entferne danach das Blech. Das Blech entferne ich vorsichtig mit der Pinzette. Jetzt liegen die Kontakte frei und ich kann sie nacheinander lösen. Ich beginne mit dem Anschluss für die Frontkamera und löse dann den Anschluss für den Home-Button. Danach löse ich den Anschluss für das Display und zuletzt den Anschluss für den Touchscreen. Und jetzt entferne ich das Display. Ich habe jetzt hier das neue Display. Es ist noch gesiegelt und bevor die eigentliche Reparatur beginnen kann, schließe ich es erst einmal an, um es testen zu können. Das Gerät wird dazu natürlich eingeschaltet. Bei mir ist es das schon. Zum Testen entsperre ich das Gerät, berühre eine App, bis ich sie schieben kann und führe dann diese App einmal über das gesamte Display. Wenn das funktioniert, ist das schon mal gut. Und zusätzlich empfiehlt es sich noch einmal die Helligkeitsstufe zu überprüfen. Dann kann die Reparatur starten. Bevor ich aber mit dem neuen Display beginnen kann, muss ich erst von dem alten Display Teile übernehmen. Dazu zählen die Hörmuschel und die Frontkamera, der Home-Button und die gesamte Rückplatte. Die Hörmuschel ist mit einem Blech und 3 unterschiedlich langen Schrauben befestigt. Ich löse zuerst die 3 Schrauben. Und dann entferne ich die Abdeckung. Jetzt klappe ich die Frontkamera hoch, um die Hörmuschel freizulegen und entfernen zu können. Ich entferne jetzt die Frontkamera bzw. das gesamte Kabel und führe dafür, nachdem ich die Frontkamera hochgeklappt habe, den Spatscher unter dieses Ende vom Kabel und löse damit vorsichtig das Kabel vom Klebstoff. Dann muss ich aber auch sehr vorsichtig sein, denn auch das Mikro, was hier so golden zu sehen ist, ist verklebt und muss auch nochmal vorsichtig gelöst werden. Wenn der ESD-Spatscher bzw. die spitze Seite zu dick ist für den Schritt, kann man auch ganz vorsichtig den Stahlspatel nehmen.
Ich kann jetzt auf jeden Fall das Kabel entfernen. Der Home-Button ist mit einem Blech und zwei Schrauben gesichert. Die zwei Schrauben entferne ich. Mit der Pinzette entferne ich das Blech vorsichtig. Danach kann ich den Kontakt des Home-Buttons mit dem Spudger lösen. Als nächstes löse ich vorsichtig mit dem Stahlspatel das Flexkabel des Home-Buttons vom Display. Ich hebe das Display dann etwas an, um den Home-Button mit dem Finger aus dem Display herausdrücken zu können. Der Gummiring wird sich dabei ein bisschen dehnen, man sollte aber nicht so doll drücken, dass er kaputt geht. Jetzt folgt die Rückplatte des Displays. Diese ist mit insgesamt 7 Schrauben gesichert und muss entfernt werden. Bevor ich die Rückplatte herausnehmen kann, muss ich noch den Kontakt für den Home-Button vom Display-Rahmen lösen. Dazu nehme ich einen Stahlspatel und führe ihn vorsichtig unter das Kabel. Anschließend kann ich die Rückplatte ganz einfach herausnehmen. Am neuen Ersatzteil könnten noch einige Teile fehlen, die vom alten Display übernommen werden müssen. Dazu zählen die Führung für die Frontkamera, die Führung für den Annäherungssensor, eventuell auch die Führung für die Hörmuschel. Am neuen Display entferne ich jetzt die Siegel und die Schutzfolien. Die würden nämlich beim Einbau nur stören. Jetzt können die Teile aus dem alten Display wieder eingebaut werden. Die Führungen sind am Ersatzteil schon vorhanden, deswegen beginne ich mit der Rückplatte. Die Rückplatte ist eigentlich relativ einfach aufzusetzen. Wichtig ist, dass das Kabel für das Display unter der Platte liegt und dass die Platte so über die Schraubenlöcher geführt wird, dass es alles bündig sitzt. Als nächstes kann ich dann die 7 Schrauben wieder anbringen. Bevor es in den nächsten Schritt geht, muss noch das Kabel für den Home-Button wieder angeklebt werden. Jetzt setze ich den Home-Button wieder ein. An dessen Flexkabel finden sich zwei Öffnungen, die über zwei Nasen am Rahmen geführt werden müssen. Außerdem muss natürlich der Home-Button in die Öffnung geführt werden. Das Flexkabel kann noch etwas angedrückt werden, damit es besser klebt. Dann schließe ich natürlich den Home-Button auch noch an. Jetzt fixiere ich den Home-Button wieder mit dem Blech und den zwei Schrauben, damit er nicht herausfällt. Bevor ich das Frontkameraflex anbringen kann, muss noch eine Klebefläche von einer Schutzfolie entfernt werden. Diese sitzt gleich neben der Öffnung für die Hörmuschel. Jetzt kann ich das Frontkameraflex wieder anbringen. Ich drücke zuerst die Kabel des Displays herunter und führe dann das Mikrofon auf die Klebefläche. Am Mikrofon befindet sich eine kleine Öffnung, durch die eine Nase gucken muss. Danach setze ich den Helligkeits- und den Annäherungssensor wieder in die beiden Öffnungen. Der nächste Schritt ist etwas knifflig. Zuerst muss ich die Frontkamera hochbiegen und dann die Hörmuschel zwischen Frontkamera und Annäherungssensor legen. Dann drücke ich das Frontkameraflex herunter und drücke die Frontkamera in die Führung, halte aber weiterhin den Finger drauf, denn sonst würde das Ganze wieder auseinanderfallen. Dann lege ich das Blech wieder auf und gucke, dass hier oben die Nasen durch die beiden Löcher gucken. Und als nächstes, ich halte es immer noch fest, setze ich eine Schraube wieder an.
damit das Ganze so zusammenhält. Übrigens die Schrauben nicht zu stark anziehen, da sonst der Lack am Display beschädigt werden kann. Dann sieht man an der Front die Spitze der Schraube. Und mit der dritten Schraube sitzt dann alles wieder perfekt. Ich bringe jetzt das Display wieder an und dafür müssen zuerst die vier Kontakte an das Logic Board angeschlossen werden. Die dürfen dabei nicht überdehnt werden oder gerissen werden. Ich beginne mit dem Kontakt für den Touchscreen, befestige dann den Kontakt für das Display, danach für den Home-Button und zuletzt für die Frontkamera. Jetzt kann ich die Kontakte mit dem Blech und den fünf Schrauben wieder sichern. Dabei ist es ganz wichtig, dass ich die Schrauben nicht vertausche. Eine zu lange Schraube würde in dem falschen Gewinde das darunterliegende Logic Board beschädigen. Mögliche Fehler wären ein Ausfall der Hintergrundbeleuchtung oder ein Bluescreen. Als nächstes kann ich das Display herunterklappen und somit das Gehäuse schließen. Dabei muss ich beachten, dass ich auf der Oberseite das Display am Gehäuse einhake und dann mit etwas Druck das Display im Gehäuse einhake. Um die Reparatur dann abzuschließen, müssen nur noch die beiden Pentalobe-Schrauben links und rechts von der Ladebuchse angebracht werden. Zum Abschluss des Ganzen teste ich das Display, indem ich mir eine App nehme, die mit dem Finger über den ganzen Bildschirm schiebe, einmal am gesamten Rand entlang und dann im Zickzack über das Bild. Die App sollte immer dem Finger folgen, dann ist das Display auch in Ordnung. Dein iPhone ist jetzt repariert und ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Solltest du an einer Stelle doch nicht weiterkommen, kontaktiere mich über idoc.eu, ich werde dir gerne helfen. In unseren How-To-Videos findest du schon einige Problemlösungen und Tipps und Tricks für dein iPhone. Schau dir doch die Videos mal an oder besuche uns auf Facebook.